بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Friede sei mit dem, der der Rechtleitung folgt. Gott macht uns klar, dass er dieses Buch, den Heiligen Koran, als Barmherzigkeit für alle Menschen herabgesandt hat. Im Koran steht: Wahrlich, dieser Koran ist nichts als eine Ermahnung für alle Welt. Und ihr werdet sicher seine Kunde nach einer gewissen Zeit kennen. Der Koran ist also eine Ermahnung für die gesamte Menschheit bis zum Tag der Auferstehung. In ihm stecken Mitteilungen, die im Laufe der Zeit ständig in einem neuen Licht gesehen werden. Und so erneuern sich die Mitteilungen im Laufe der Zeit, obwohl der Wortlaut immer der gleiche bleibt. In jedem Vers des Koran steckt ein Teil von Gottes Wissen. Gott sagt im Koran: Aber Gott bezeugt, dass er dir die Offenbarung herabgesandt hat, und in ihr steckt sein Wissen. Immer wenn die Menschen ein gewisses wissenschaftliches Niveau erreicht haben, können sie einen Teil dieses göttlichen Wissens verstehen, das in einem entsprechenden Vers steckt, und sie können erkennen, dass dieses Wissen von Gott herabgesandt wurde. Wenn ihr Wissen mit der Zeit zunimmt, können sie einen weiteren Vers verstehen, der Gottes geoffenbartes Wissen enthält. Und so kann die Menschheit mit zunehmendem wissenschaftlichen Fortschritt immer mehr von dem Wunder dieses Buches verstehen. Dieses Professor Armstrong. Er ist in Amerika ein bekannter Astronom und arbeitet bei der NASA als einer ihrer bekanntesten Wissenschaftler. Wir trafen ihn und sprachen mit ihm über eine Anzahl von Koranversen, die mit seinem Fachgebiet der Astronomie zu tun hatten. Wir fragten ihn nach dem Eisen und wie es entstand. Er sagte: Wir haben eine Reihe von Untersuchungen und Experimenten unternommen, die das, was ich Ihnen sagen werde, untermauern. Damit die Bildung der Elemente, die verschiedenen Elementarteilchen wie Elektronen und Protonen, zu einem Atom zusammengebunden werden können, wird eine gewisse Energie benötigt.
Als wir die Energie berechneten, die zur Bildung von Eisen benötigt wird, fanden wir, dass dazu die vierfache Energie der Sonne benötigt wird. Deswegen nehmen die Wissenschaftler an, dass das Eisen ein fremdes Element ist, das auf die Erde gekommen ist und nicht auf ihr gebildet wurde. Daraufhin erwähnten wir den folgenden Koranvers. Und wir sandten das Eisen herab, worin die Möglichkeit zur großen Kampfgewalt und auch Nutzen für die Menschen steckt. Daraufhin fragten wir ihn, ob es im Himmel Löcher oder Risse gäbe, worauf er antwortete, nein. Sie sprechen von einem Teilgebiet der Astronomie, dem integrierten Kosmos. Diesen integrierten Kosmos haben die Wissenschaftler erst in letzter Zeit entdeckt. Die Kräfte auf einem beliebigen Punkt im Universum müssen von allen Seiten die gleiche Größe haben. Wenn es nicht dieses Gleichgewicht geben würde, dann würde sich das Universum bewegen, ins Wanken geraten und es würden Risse entstehen. Ich erwähnte daraufhin den folgenden Koranvers. Haben Sie denn nicht zum Himmel über ihn emporgeschaut, wie wir ihn erbaut und geschmückt haben? Und er hat keine Risse. Wir sprachen mit ihm auch über die Anstrengungen der Wissenschaftler, an den Rand des Universums zu gelangen. Er sagte, wir befinden uns momentan in einem Kampf, um mit unseren Beobachtungen an den Rand des Universums zu gelangen. Wir vergrößern unsere Anstrengungen und entdecken dadurch neue Sterne. Dann stellen wir fest, dass wir immer noch nicht den Rand erreicht haben. Im Koran steht, wahrlich, wir haben den untersten Himmel mit Leuchten geschmückt und wir haben sie zu einem Mittel zur Vernichtung der Satane gemacht. Und so dienen diese Sterne zum Schmuck für den untersten Himmel. Professor Armstrong fuhr fort, aus diesem Grund denken wir daran, im Weltraum Teleskope zu installieren, damit der Staub der Erdatmosphäre und die übrigen atmosphärischen Störphänomene uns nicht mehr bei der Beobachtung behindern können. Da die Teleskope, die im sichtbaren Bereich arbeiten, versagt haben, uns weit blicken zu lassen, haben wir daraufhin Radioteleskope benutzt, die uns einen weiteren Blick gestatteten. Aber selbst mit diesen Teleskopen befanden wir uns immer noch im Universum. Da erwähnte ich die folgenden Koranverse. Dann wende deinen Blick abermals zweimal zurück. So wird dein Blick nur ermüdet und geschwächt zu dir zurückkehren. Und so fuhren wir in unserer Diskussion fort. Immer wenn er uns einen wissenschaftlichen Sachverhalt erklärte, zitierten wir ihm einen entsprechenden Koranvers, dem er zustimmte. Dann sagten wir ihm, Sie haben selbst einen Einblick in die moderne Astronomie gewonnen, die oft erst mit Hilfe moderner technischer Mittel wissenschaftliche Tatsachen entdeckt. Und Sie haben nun auch kennengelernt, dass diese Tatsachen in den koranischen Textauszügen vor 1400 Jahren erwähnt wurden. Was ist Ihre Meinung hierzu? Der Professor antwortete mit folgenden Worten. Diese Frage ist eine schwierige Frage und ich habe darüber nachgedacht, seitdem wir hier angefangen haben zu diskutieren. Ich bin sehr beeindruckt darüber, wie Inhalte von alten Texten mit den Erkenntnissen moderner Astronomie auf eine erstaunliche Art und Weise anscheinend übereinstimmen. Ich bin kein Wissenschaftler auf dem Gebiet der Menschheitsgeschichte und kenne deshalb nicht die genauen damaligen Umstände. Jedoch, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass der Ursprung dieses Wissens von einer höheren Quelle herrührt und über die gewöhnlichen menschlichen Möglichkeiten hinausgeht. Jedoch habe ich nicht die Absicht, und es ist nicht meiner Position gemäß, Ihnen an diesem Punkt eine Antwort zu geben.
Ich glaube, ich habe viele Worte gesagt, ohne genau das auszusprechen, was Sie von mir hören wollten. Ich habe die Pflicht, als Wissenschaftler unabhängig in gewissen Fragen zu bleiben, aber ich glaube, ich bin an einem Punkt in dieser Frage stehen geblieben, der sehr nahe an dem liegt, was Sie gerne von mir hören würden. Something beyond what we understand as ordinary human experience to account for the writings that we've seen. But it's not my intention or my position at this point to provide an answer to that. I've said a lot of words without, I think, expressing exactly what you want me to express, but as it's my job as a scientist to remain independent of certain questions, and I think that's one that I'd best stop just a little bit short of giving you the complete answer that you might desire. No. Ja, es ist für Sie schwierig vorzustellen, dass dieses Wissen, welches vor 1400 Jahren Mohammed geoffenbart wurde, einen menschlichen Ursprung hat. Ihrem Denken gemäß muss es irgendeine Quelle für dieses Wissen geben. Die Quelle ist der, der die Geheimnisse der Himmel und der Erde kennt. Nach dem, was wir in unseren Begegnungen mit diesen Wissenschaftlern sahen, sind wir Zeuge geworden, dass wir uns an der Pforte zu einem neuen Zeitalter befinden, im Zeitalter des Zusammentreffens von Religion und Wissenschaft. Gemeint ist die wahre Religion und die Wissenschaft, die auf wahren Tatsachen beruht. Es ist unmöglich, dass zwischen den beiden Widersprüche oder Unstimmigkeiten bestehen. Davon waren auch die muslimischen Gelehrte die Jahrhunderte hindurch überzeugt, nämlich, dass es prinzipiell unmöglich ist, dass eine gesicherte wissenschaftliche Tatsache in Widerspruch zu dem Inhalt einer unmissverständlichen Textstelle aus dem Koran oder einer authentischen Überlieferung eines Ausspruches des Propheten steht. Wenn es heißt, dass wir uns im Atomzeitalter und im Raumfahrtzeitalter befinden, dann sagen wir, ja, das stimmt. Aber es stimmt auch, dass wir uns am Beginn eines bedeutenderen Zeitalters befinden, nämlich dem Zeitalter des Zusammentreffens zwischen Religion und Wissenschaft. Und dies kann nur zwischen der Wissenschaft sein, die auf wahren Tatsachen beruht, und der Religion des Islam, die Gott vor jeglicher Verfälschung und Abirrung bewahrt hat. بسم الله الرحمن الرحيم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. Friede sei mit dem, der der Rechtleitung folgt. Gepriesen sei Gott, der Herr der Welten, und der Segen und das Heil Gottes seien auf unserem Propheten Mohammed, auf seiner Familie und seinen Gefährten. Dies ist Professor Goringer. Er ist Dozent im Bereich der Anatomie an der Medizinischen Fakultät der Georgetown-Universität in Washington. Wir trafen mit ihm zusammen und fragten ihn, ob in der Geschichte der Embryologie erwähnt wurde, dass das Embryo in Phasen geschaffen wurde, und ob es Bücher im Zusammenhang mit der Geschichte der Embryologie gibt, die darauf hinweisen, dass diese Phasen zur Zeit von Mohammed bzw. einige Jahrhunderte später bekannt waren, oder ob diese Einteilung in Entwicklungsphasen des Embryos eine Erkenntnis ist, die erst mitten im 19. Jahrhundert gemacht wurde. Er antwortete uns mit folgenden Worten. Es wurde von Seiten der Griechen Versuche unternommen, zu beschreiben, was mit dem Embryo und was innerhalb des Embryos passiert. Wir sagten ihm, uns ist dies bekannt. Einige von ihnen, darunter Aristoteles, hatten ihre Vorstellungen darüber. Aber gab es jemanden, der die embryonalen Phasen erwähnt hat? Denn wir wissen, dass die embryonalen Phasen erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt sind und erst zu Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich nachgewiesen worden sind. Nach einer langen Diskussion verneinte er schließlich unsere Frage. Da fragten wir weiter, ob solche Ausdrücke wie die, die der Koran benutzt, zur Beschreibung der Phasen verwendet wurden. Er sagte nein. Dann fragten wir ihn nach seiner Meinung,
über diese Ausdrücke, die die Phasen des Embryos umfassend beschreiben. Nach einer längeren Diskussion stellte er Untersuchungen an und stellte deren Ergebnisse auf dem 8. saudi-arabischen Medizinerkongress vor. Er sprach über die Phasen, die der Koran erwähnt, und über die Unkenntnis der Menschheit über diese embryonalen Phasen und darüber, dass diese koranischen Phasenbeschreibungen umfassend und detailliert sind und mehrere Tatbestände in einem Begriff zusammenfassen. عن هذه الأطوار القرآنية وعن جهل البشرية لهذه الأطوار وعن شمول ودقة هذه المصطلحات القرآنية التي أطلقها على هذه الأطوار لأحوال الجنين بعبارات. Im Folgenden hören wir das, was er gesagt hat. اشتملت على حقائق واسعة. ها هو ذا يتكلم عن رأيه في هذا فيقول. Es ist eine Beschreibung der Entwicklungsphasen des Embryos, welche von der Bildung des Tropfens angeht, welche aus verschiedenen Bestandteilen besteht, bis hin zu der Phase, in der das Embryo ein Körper mit Gelenken ist. Die meisten, wenn nicht alle, jener Tatsachen, die durch diese umfassenden und klaren Erläuterungen und begrifflichen Beschreibungen beschrieben wurden, wurden erst viele Jahrhunderte später durch die Wissenschaft beschrieben. This description antedates by many centuries the recording of the various stages of human embryonic and fetal development recorded in the traditional scientific literature. Die Untersuchungen, die wir mit Professor Göringer durchführten, führten uns zu einem Phänomen, das die Christen anzweifeln. Erst kürzlich wurden diese Zweifel durch die moderne Wissenschaft als unbegründet zurückgewiesen. Manche Christen sagen, Jesus ist mit einer Mutter geschaffen worden, wir aber ist der Vater. Der Koran gibt ihnen eine Antwort und zeigt ihnen ein Gleichnis mit der Schöpfung Adams auf. Gott sagt im Koran, wahrlich, Jesus ist bei Gott wie Adam. Er schuf ihn aus Erde, alsdann sprach er zu ihm, sei, und da war er. Wir betrachten folgende drei Schöpfungsweisen. Erstens, Adam ist ohne Vater und ohne Mutter geschaffen worden. Zweitens, Eva ist ohne Mutter geschaffen worden. Und drittens, Jesus, Friede sei mit ihm, ist ohne Vater geschaffen worden. Derjenige, der fähig war, Adam ohne Vater und ohne Mutter zu erschaffen, der ist auch fähig, Jesus mit einer Mutter und ohne einen Vater zu erschaffen. Und trotzdem diskutieren und streiten die Christen weiter darüber. Aber Gott wollte es, dass er ihre Einwände einen nach dem anderen widerlegt und ihnen einen Beweis nach dem anderen liefert. Ihr Christen, warum zweifelt ihr dies an? Sie antworten, weil wir meinen, dass es kein Geschöpf ohne Vater und Mutter geben kann. Aber die Wissenschaft entdeckt währenddessen, dass viele der niederentwickelten Tiere und Geschöpfe ohne eine männliche Befruchtung gebären und sich fortpflanzen. Nehmen wir zum Beispiel die Biene. Sämtliche männliche Bienen schlüpfen aus Eiern, die nicht mit männlichem Befruchtungswasser befruchtet wurden. Aus denjenigen Eiern, die mit männlichem Befruchtungswasser befruchtet wurden, entstehen Arbeiterinnen, also weibliche Bienen. Es gibt viele solche Beispiele. Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt wurde es dem Menschen möglich, die Eier von einigen Geschöpfen zu beobachten, welche sich ohne männliche Befruchtung entwickeln. Im Folgenden berichtet Professor Göringer über dieses Thema. Um die Sache von einer anderen Seite her zu betrachten. Es ist möglich, die Entwicklung der unbefruchteten Eier vieler wirbelloser Tiere, Amphibien und niederer Säugetiere, auf mechanischem Weg in Gang zu bringen, wie durch das Anstechen mit einer Nadel, durch Temperaturschock oder auf chemischem Weg, durch Behandeln mit einer Zusammensetzung von chemischen Stoffen.
So kann sich das Ei zu fortgeschrittenen Entwicklungsstadien hin entwickeln. Bei manchen Arten wird diese Art der embryonalen Entwicklung als die normale angesehen. And continue on to advanced stages of development. In some species, this type of parthenogenetic development is natural. أين الإشكال إذن عند النصارى؟ Wo ist also ein Grund für die Zweifel der Christen? Sie sagen, dass es unmöglich sei, dass es ein Geschöpf gebe, welches eine Mutter, aber keinen Vater hat. Erstens widerspricht ihnen die Wissenschaft und bringt einen Gegenbeweis. Und zweitens hat Gott ihnen eine endgültige und schlagende Antwort und ein Gleichnis mit Adam gegeben, an den sie glauben und der weder Vater noch Mutter hat. Wahrlich, Jesus ist bei Gott wie Adam. Er schuf ihn aus Erde, alsdann sprach er zu ihm, sei, und da war er. Es ist Gottes Wille, dass der wissenschaftliche Fortschritt kommt, um einen Beweis nach dem anderen zusätzlich zu dieser wahrhaftigen Beweisführung des Koran hinzuzufügen. Und so tritt dieses edle Buch mit dem Laufe der Zeit ins Rampenlicht und seine Verse erstrahlen und werden den Wissenschaftlern unserer Zeit und den Wissenschaftlern einer Generation nach der anderen klarer. Und so ist dies das Buch, von dem die Wissenschaftler niemals satt werden und dessen Wunder niemals erlöschen. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haqq. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Friede sei mit dem, der der Rechtleitung folgt. Gepriesen sei Gott, der Herr der Welten, und der Segen und das Heil Gottes seien auf unserem Propheten Mohammed, auf seiner Familie und seinen Gefährten. Das koranische Wunder ist bleibend und erneuert sich ständig bis hin zum Tag der Auferstehung. Es ist erkennbar für die Menschen in unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen Bildungsniveaus. Der Beduine in der Wüste nimmt in ihm wahr, was ihm genügt, und der Universitätsdozent nimmt in ihm wahr, was ihm genügt. Dies ist Professor Rao. Er ist Dozent auf dem Gebiet der Meeresgeologie und unterrichtet derzeit an der Malik Abdulaziz Universität in Jeddah in Saudi-Arabien. Wir trafen mit ihm zusammen und stellten ihm eine Reihe von Koranversen vor, die mit dem wissenschaftlichen Wunder im Koran und in den Aussprüchen des Propheten zusammenhingen. Er war erstaunt über das, was er hörte und was er sah, während er die Bedeutung einiger Koranverse in entsprechenden Fachbüchern las. Eine dieser Verse, deren Erläuterungen er kennenlernte, war der folgende. Oder die Ungläubigen sind wie in einem tiefen Meer. Eine Woge bedeckt es, über ihr ist noch eine Woge, darüber ist eine Wolke. Finsternisse, eine über der anderen. Wenn er seine Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen. Und wem Gott kein Licht gibt, für den ist kein Licht. Hierzu sagte er, ja, diese Finsternisse haben die Wissenschaftler entdeckt, nachdem sie U-Boote einsetzten und es ihnen möglich wurde, in die Tiefen der Meere zu gelangen. Ohne ein Hilfsmittel kann der Mensch nicht tiefer als 20 bis 30 Meter tauchen. Die Perlentaucher am Persischen Golf tauchen an nahegelegene Orte und nicht tiefer als 20 bis 30 Meter. Wenn der Mensch in Tiefen von etwa 200 Metern taucht, wo sich diese Finsternisse befinden, kann er nicht am Leben bleiben. Der oben genannte Vers spricht ein Phänomen an, welches man in tiefen Gewässern vorfindet. Und aus diesem Grund sagt Gott, oder die Ungläubigen sind wie in einem tiefen Meer. Das heißt, nicht wie in irgendeinem Meer. Diese Finsternisse wurden damit gekennzeichnet, dass sie aufeinander aufgetürmt sind. Diese Finsternisse in den tiefen Gewässern entstehen aus zwei Gründen.
Zum einen sind sie ein Ergebnis der verschiedenen Farben und deren aufeinanderfolgendes Verschwinden. Der Sonnenlichtstrahl setzt sich aus 7 Farben zusammen. Wenn nun der Lichtstrahl ins Wasser trifft, wird er in diese 7 Farbenanteile gestreut. فالشعاع الضوئي مكون من 7 ألوان فإذا نزل الشعاع الضوئي إلى الماء توزع إلى الألوان 7 نرى في هذا الشكل الذي أمامنا. Wir sehen hier vor uns, wie ein Lichtstrahl in die Tiefe des Wassers eindringt. Im oberen Abschnitt, den oberen 10 Metern, wird der Rotanteil absorbiert. Nehmen wir an, ein Taucher taucht 30 Meter tief und verletzt sich an seinem Körper, sodass Blut fließt. So kann er das Blut nicht in roter Farbe sehen, weil der Rotanteil des Lichtstrahls in dieser Tiefe nicht mehr vorhanden ist. Nach dem Rotanteil wird der Orangeanteil des Lichtstrahls absorbiert. Und wie wir auf diesem Bild sehen, beginnt die Absorption des Gelbanteils in einer Tiefe von 50 Metern. In einer Tiefe von 100 Metern findet die Absorption des Grünanteils statt und so weiter. In Tiefen, die größer als 200 Meter sind, sehen wir die Absorption des Blauanteils. So befindet sich also die Finsternis des Grünanteils bei 100 Meter Tiefe, die Finsternis des Gelbanteils bei 50 Meter und bei niederen Tiefen die Finsternisse des Orange- und Rotanteils. Es sind also Finsternisse eine über der anderen. Der zweite Grund für die Entstehung von Finsternissen sind Grenzschichten, auf die der Lichtstrahl trifft. Der Lichtstrahl, den wir vor uns sehen, kommt von der Sonne und trifft auf die Wolken, welche einen Teil des Lichts absorbieren oder einen Teil streuen. So entsteht eine relative Dunkelheit bzw. Finsternis unterhalb der Wolken. Dies ist die erste Finsternis. Wenn der Lichtstrahl nun auf das wogende Meer trifft, wird er an der Oberfläche der Wellen teilweise reflektiert und lässt diese hell erscheinen und glänzen. Und so kann man, wenn das Meer wogt, wahrnehmen, dass die Stärke des Glanzes von der Neigung der Wellenoberfläche abhängt. So verursachen die Wellen also eine Teilreflexion des Lichtstrahls und somit eine weitere Dunkelheit unterhalb der wogenden Wasseroberfläche. Dann dringt der Lichtstrahl ins Wasser ein. Im Wasser können wir 2 Teilbereiche wahrnehmen. Einen oberen Teil nahe der Wasseroberfläche und einen tieferen Teil. Im oberen Teil sind Licht und Wärme vorhanden und im tiefen Teil ist es dunkel und kalt. Diese beiden Teile des Meeres unterscheiden sich in ihren Eigenschaften und es gibt eine Welle, die beide Teile voneinander trennt. Diese Welle innerhalb des Meeres ist erst im Jahre 1900 entdeckt worden. In dem unteren Teil des Meeres sehen normalerweise sogar die Fische nicht mit ihren Augen. Und diejenigen Fische, die ein Augenlicht besitzen, vor deren Körper geht eine Lichtquelle aus. Diese übereinandergelegenen Finsternisse wurden von Allah und von seinem Gesandten erwähnt. Wir können ein zweites Mal in der Abbildung die Aussage des erwähnten Koranverses nachvollziehen, wo Gott sagt, oder die Ungläubigen sind wie in einem tiefen Meer, eine Woge bedeckt ist. Wenn wir in den unteren Teil des Bildes blicken, so sehen wir den dunklen Bereich und darüber die erste Welle bzw. Woge, welche diesen finsteren Bereich von dem oberen hellen Bereich des Meeres trennt. Und weiter heißt es, eine Woge bedeckt es, über ihr ist noch eine Woge. Das heißt, über dieser Welle befindet sich eine weitere Welle, nämlich die Welle auf der Meeresoberfläche und darüber wiederum befinden sich die Wolken. Wie es weiter im Vers heißt. Darüber ist eine Wolke, Finsternisse, eine über der anderen. Finsternisse bzw. Verdunkelungen, bedingt durch diese Grenzschichten, und zum anderen Finsternisse aufeinander in Bezug auf die Farben. Finsternisse, eine über der anderen. Wenn er seine Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen,
Und wem Gott kein Licht gibt, für den ist kein Licht. In diesen tiefen Gegenden des Meeres herrscht eine dichte Finsternis. Die U-Boote, wenn sie in diese Bereiche hinabtauchen, können nichts ohne künstliche Beleuchtung sehen. Wer hat dem Propheten Mohammed dieses Wissen vermittelt? Dies und noch viele andere Textstellen, die mit dem wissenschaftlichen Wunder im Koran und in den Aussprüchen des Propheten Mohammed zu tun haben, haben wir mit Professor Rao besprochen. Er nahm mit folgenden Worten Stellung dazu. Es ist schwer vorzustellen, dass diese Art von Wissen zu jener Zeit vor 1400 Jahren vorhanden war. Einige Dinge könnten möglicherweise allgemein erwähnt werden. Eine hochdetaillierte Beschreibung dieser Dinge jedoch ist sehr schwer. Aus diesem Grunde ist es sicher, dass dieses Wissen kein normal menschliches Wissen ist. Ein normaler Mensch kann nicht Beschreibungen solcher Art von solcher Genauigkeit hervorbringen, und deswegen dachte ich an eine übermenschliche Kraft. Dieses Wissen muss aus einer übernatürlichen Quelle stammen. Supernatural or extra-human being. The data or the information might have come from some supernatural source. Ja, in der Tat. Die Quelle dieses Wissens muss übermenschlich sein und über die Natur stehen, wie Professor Rao es gesagt hat. Die Erkenntnis dieses Wissens liegt jenseits der Möglichkeiten des Menschen. Er möchte sagen, dass diese Worte nicht von einem Teil dieser Natur stammen können. Es sind in Wirklichkeit Worte dessen, der die Natur und das Universum und dessen Geheimnisse kennt. Im Koran heißt es, sprich, derjenige hat den Koran herabgesandt, der das Geheimnis in den Himmeln und auf der Erde kennt. Der Koran ist von Gott, dem Allmächtigen. Und so verbünden sich die Aussagen der Wissenschaftler, eine Aussage nach der anderen dazu, dass sie die Wahrheit dieses Buches, diese Rechtleitung und diese Religion herausstellen. بسم الله الرحمن الرحيم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. Sheikh Zindani hat uns aufgezeigt, dass die Wissenschaft das bestätigt, was der Koran sagt. Und in der Tat, das, was im Koran seit vielen Jahren steht, das entdeckt die Wissenschaft heute. Actually, that the scientists are now discovering what has been said before. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Friede sei mit dem, der der Rechtleitung folgt. Gepriesen sei Gott, der Herr der Welten, und der Segen und das Heil Gottes seien auf unserem Propheten Mohammed, auf seiner Familie und seinen Gefährten. Dies ist Professor Schröder, ein Wissenschaftler auf dem Gebiet der Meereskunde aus Deutschland. Wir trafen ihn auf einem Meereswissenschaftlerkongress, den die Malik Abdulaziz Universität in Jeddah organisiert hat. Ich wurde darum gebeten, einen Vortrag über den Zusammenhang zwischen der wissenschaftlichen Entdeckung von Meeresphänomenen und deren Erwähnung in den Versen des Koran zu halten. Nachdem ich den Vortrag gehalten hatte, kommentierte Professor Schröder am darauffolgenden Tag diesen Vortrag mit folgenden Worten. Ich möchte etwas zu dem Vortrag sagen, den uns Sheikh Zindani gestern gehalten hat. Ich möchte bemerken, dass ich es hoch einschätze, dass ein solcher Vortrag im Rahmen eines wissenschaftlichen Treffens wie diesen hier gehalten wird. Man muss nicht Muslim sein. Sogar für mich als Christen ist es wichtig, dass ich die Wissenschaft nicht nur für sich selbst, sondern in einem weiteren Sinne sehe und mit der Religion vergleiche. Das heißt, dass ich sie im Zusammenhang mit der Religion betrachte. Daraufhin sprach Professor Schröder über die Beziehung zwischen den Religionen und der Wissenschaft. Er sprach die riesige Kluft zwischen den meisten Religionen
und der Wissenschaftler. Es gibt große Meinungsunterschiede zwischen den religiösen Häuptern und den Vorreitern der Naturwissenschaft. Er war jedoch sehr erstaunt, als er die Koranverse hörte und die Tatsachen, die der Koran ansprach. So verweilte er an diesem Punkt und sagte: In vielen Religionen denken die religiösen Häupter, dass die Wissenschaft von der Religion etwas wegnehmen kann, sobald die wissenschaftliche Entwicklung voranschreitet. Und sie glauben, dass daraufhin die Religion zurücktreten muss. Hier jedoch haben wir ein völlig anderes Bild. Craig Essendon hat uns gezeigt, dass der Wissenschaftler in der Tat das bestätigt, was der Koran sagt. Dass das, was viele, viele Jahre zuvor gesagt wurde. Er hat uns gezeigt, dass die Wissenschaftler heutzutage das entdecken, was früher bereits gesagt wurde. Ich denke, dass es wichtig ist für einen solchen Kongress wie diesen hier, dass dies die Wissenschaftler aller Länder erreicht. Ich bin sicher, dass wir alle, wenn wir in unsere Heimatländer zurückkehren, mehr über die Beziehungen zwischen der Religion und der Meereskunde nachdenken werden. Es gibt hier nicht die Religion auf der einen und die Wissenschaft auf der anderen Seite. Es zeigt sich, dass das, was die Wissenschaftler heutzutage entdecken, bereits vor 1400 Jahren im Koran erwähnt wurde. Und wir müssen uns nun fragen, wer hat dies alles Mohammed berichtet? Wer hat ihm dies geoffenbart? Dies ist der offenkundige Beweis, den die Wissenschaftler unseres Zeitalters erkennen. Gleich ob es Astronomen, Meereswissenschaftler, Geologen oder Naturwissenschaftler irgendeiner anderen heutzutage bekannten wissenschaftlichen Fachrichtung sind, auf welche der Koran Bezug nimmt oder auf die Aussprüche des Propheten Mohammed verweisen. Es gibt doch nicht zwei Lager, das religiöse Lager und das der Wissenschaftler, die nicht miteinander sprechen. Es ist vielmehr so, dass sich alle in die gleiche Richtung bewegen. Wir drücken das Gleiche aus, nur in verschiedenen Sprachen. Die einen in einer sehr wissenschaftlichen und abstrakten Sprache und die anderen in der Sprache der Koranverse, die uns Sheikh Essendani berichtete. Er fordert ganz offen und mit Nachdrücklichkeit, dass dieses Wissen der ganzen Welt, allen Menschen und speziell allen Wissenschaftlern der verschiedenen Fachrichtungen mitgeteilt wird, damit sie alle dieses Phänomen kennenlernen können, um das wahre Verhältnis zwischen Wissenschaft und Religion zu erkennen. Ja, es ist so, dass diejenige Religion, welche nicht verfälscht wurde, auf der einen Seite und die korrekte, auf wahren Tatsachen beruhende Wissenschaft auf der anderen Seite, sich vertragen und miteinander übereinstimmen müssen. Und es muss auch so sein, dass die wahre Religion zur Ausübung einer aufrichtigen und korrekten Wissenschaft anspornen muss. Dies verhält sich so beim Islam. Denn im Koran steht unter anderem, sind etwa diejenigen gleich, die wissen, und diejenigen, die nicht wissen? Und, sprich, schaut doch, was in den Himmeln und der Erde ist. Und, bestimmt sind ja in den Himmeln und der Erde Zeichen für die Gläubigen. Und in eurer Schöpfung und dem, was ihr an Getier verbreitet hat, sind Zeichen für Leute, die überzeugt sind. Und dem Wechsel der Nacht und der Tageszeit und was Allah vom Himmel herabgesandt hat an Versorgung. Und er hat damit der Erde Leben gegeben nach ihrem Absterben. Und dem Wechseln der Winde sind Zeichen für Leute, die Verstand haben. Dies sind die Zeichen Allahs. Die verlesen sie dir gemäß der Wahrheit und an welche Mitteilung nach Allah und seinen Zeichen. Friede sei mit dem, der der Rechtleitung folgt. Gepriesen sei Gott, der Herr der Welten und der Segen und das Heil Gottes seien auf unserem Propheten Mohammed, auf seiner Familie und seinen Gefährten.
Dies ist Professor Hay. Wir hatten mit ihm einen Ausflug aufs Meer gemacht, damit er uns einige Phänomene im Meer zeigt, die mit unserem gemeinsamen Forschungsthema, den wissenschaftlichen Wundern im Koran und den Aussprüchen des Propheten zu tun haben. Professor Hay ist einer der bekanntesten Meereswissenschaftler in Amerika. Wir befragten ihn über viele Phänomene, die mit der Meeresoberfläche, mit der Grenze, die die obere Meeresschicht von dem tiefen Bereich des Meeres trennt, mit dem Meeresgrund und mit der Meeresgeologie zu tun hatten. Wir befragten ihn über all dies und auch über die Trennwände aus Wasser, die die verschiedenen Meere trennen, und über die Trennwände aus Wasser, die Meereswasser von Flusswasser trennen. Er gab uns detaillierte Antworten auf unsere Fragen. Als wir über die Grenzschichten zwischen den Salzwassermeeren sprachen, machte er uns deutlich, dass die Salzwassermeere nicht ein einziges Meer sind, wie es das Auge scheinbar wahrnimmt, sondern dass es verschiedene Meere sind, die sich in Temperatur, Salzgehalt und Dichte unterscheiden, wie wir in der folgenden Abbildung sehen können. إنها بحار مختلفة تختلف في درجة الحرارة وفي الملوحة والكثافة كما نرى في هذه الشريحة. In der Abbildung sehen wir weiße Striche, die die Grenzen zwischen den einzelnen Meeresmassen darstellen sollen. Jede Grenze trennt zwei verschiedene Meeresmassen und deren unterschiedliche Temperaturen, Salzgehalte, Dichten, Sauerstoffgehalte und Vegetationen in Tier- und Pflanzenbereich. Dieses Bild gab es in dieser Form zum ersten Mal 1942, nachdem die Wissenschaftler hunderte von Forschungsstationen auf den Meeren eingerichtet hatten, um die Eigenheiten der Meere zu studieren. Gleich werden wir eine Grenze sehen, die das Mittelmeer von dem Atlantischen Ozean trennt. Das Dreieck, welches in der Mitte zu sehen ist, ist die Grundschicht des Berges von Gibraltar. Hier ist die Grenze zwischen den beiden Meeresmassen farbig eingezeichnet. Diese Grenze ist nicht für das Auge sichtbar, trotzdem ist dies inzwischen eine anerkannte Tatsache. Mit modernen, fernerkundenden Satelliten wurde es möglich, Aufnahmen von dieser Grenze aus Wasser zwischen den zwei Wassermassen des Mittelmeeres und des Atlantiks zu machen, wie wir in der gleich folgenden Satellitenaufnahme sehen werden. Die Satellitenaufnahme ist im Infrarotbereich aufgenommen und stellt unterschiedliche Temperaturen als unterschiedliche Farben dar. So sehen wir zum Beispiel hellblaue, dunkelblaue, schwarze und grünliche Bereiche. Diese unterschiedlichen Farben rühren von der unterschiedlichen Temperatur der Wasseroberfläche her. Wenn man sich jedoch auf der Wasseroberfläche befinden würde, würde man überall auf diesen Meeren und Ozeanen das gleiche blaue Wasser sehen. Die Grenzen dieser Bereiche sind offensichtlich unsichtbare Grenzen. Es sind Grenzen, die nur durch Studien und moderne zeitgenössische Technik erkannt werden können. Gott sagt im Koran, er hat den beiden Gewässern, die einander begegnen, freien Lauf gelassen. Zwischen ihnen steht eine Scheidewand, sodass sie nicht ineinander übergreifen. Unter den Koran-Kommentatoren gab es zwei verschiedene Meinungen bezüglich der Interpretation dieser Verse. Die große Mehrheit sagte, dass es sich um Grenzen zwischen Meeren handelt. Sie sagten, dass in dem Vers, er hat den beiden Gewässern, die einander begegnen, freien Lauf gelassen, das arabische Wort Marasha, welches hier mit freien Lauf gelassen übersetzt ist, die Bedeutung des deutschen Wortes mischen hat. Und weiter sagen sie, dass der darauffolgende Vers, zwischen ihnen steht eine Scheidewand, sodass sie nicht ineinander übergreifen, bedeutet, dass keines der beiden sich begegnenden Meere das andere überflutet. Diejenigen, die die zweite Auffassung vertraten, antworteten darauf, wie kann es sein, dass zwischen beiden Meeren eine Scheidewand, das heißt Grenzwand, besteht und beide sich gegenseitig nicht überfluten, wobei ihr doch sagt, dass das Wort Marasha gleichbedeutend mit Mischen ist. Wie können sich also zwei Meere mischen, wenn zwischen ihnen eine Grenzschicht ist? Gott, der Erhabene, hat doch gesagt,
dass keines der Meere das andere überflutet. Und so meinten die Befürworter dieser zweiten Auffassung, dass das Wort Marasha nicht mischen bedeuten kann. Schließlich kam die moderne Wissenschaft und die Meeresforscher entdeckten die hier angesprochenen Details. Es ist tatsächlich so, dass sich die beiden Gewässer mischen. Das Wasser des Mittelmeeres tritt in das Wasser des Atlantischen Ozeans ein und umgekehrt. Zwischen beiden Meeren gibt es eine schiefe Scheidewand. Durch diese Scheidewand wird das Wasser des einen Meeres ins jeweils andere Meer transportiert. Jedoch verliert das transportierte Wasser während des Transports durch diese Grenzschicht seine ursprünglichen Eigenheiten und nimmt die Eigenschaften des neuen Meeres an. Und so überflutet kein Gewässer das andere. Lassen Sie sich das einmal durch den Kopf gehen. Mit den Entdeckungen, die im Laufe der Zeit gemacht werden, tritt das Wunder in den Versen des Korans klar hervor. Wir diskutierten mit Professor Hay ausführlich über die eben erläuterten und auch über viele andere Verse. Zum Schluss wurde er gefragt, was er davon hält, dass in Texten, die 1400 Jahre alt sind, Details über die Schöpfung beschrieben werden, die niemals ein Mensch zur damaligen Zeit gewusst haben kann. Er sagte, ich finde es höchst erstaunlich, dass diese Art von Erkenntnissen in den Versen des Heiligen Koran steckt. Ich sehe keinen Weg, woher diese Erkenntnisse kommen könnten. Jedoch glaube ich, dass es höchst erstaunlich ist, dass sie sich im Koran befinden und man immer noch nicht die Bedeutung aller Passagen des Koran verstanden hat. Das heißt, dass Sie jetzt absolut verneinen, dass diese Erkenntnisse im Koran und den Aussprüchen des Propheten aus einer menschlichen Quelle stammen. Wer ist dann nach Ihrer Ansicht die Quelle derartiger Erkenntnisse? Ich denke, dass diese Erkenntnisse von Gott stammen müssen. In der Tat ist es das göttliche Wissen, mit dem Gott Mohammed gefestigt und unterstützt hat. Mohammed hat in diesem Sinne gesagt, jeder Prophet hat ein Wunder bekommen, welches die Menschen dazu veranlasste, zu glauben. Das, was ich bekommen habe, war eine Offenbarung, die Gott mir gesandt hat. Ich hoffe, dass ich derjenige unter Ihnen bin, die am meisten Gefolgschaft hat am Tage der Auferstehung. Bismillahirrahmanirrahim. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. Ich habe keine Schwierigkeiten damit zu sagen, dass es eine göttliche Eingebung oder Offenbarung war, die ihn dazu veranlasste, diese Aussagen zu machen. Dies ist Professor Perceau, Direktor der anatomischen Abteilung der medizinischen Fakultät von Manitoba in Kanada. Professor Keith L. Moore hatte ihn uns mit folgenden Worten vorgestellt. Es gibt freie, unabhängige Wissenschaftler, die die Suche nach der Wahrheit interessiert, und er ist einer davon. Professor Perceau ist ein bekannter Autor, der eine Reihe von Büchern im Bereich der Wissenschaft der Frauenkrankheiten geschrieben hat. Einem dieser Bücher fügte er einen Zusatz mit Auszügen aus dem Koran und den Überlieferungen des Propheten hinzu. Er stellte eine Reihe von Untersuchungen auf mehreren Kongressen vor. In einer der Untersuchungen betrachtete er den folgenden Ausspruch des Propheten, den der Hadith-gelehrte Muslim berichtet hat. Wenn 42 Nächte über das Embryo in der Tropfenphase verstrichen sind, schickt Gott einen Engel zu ihm, der es formt. Er schafft sein Gehör, sein Augenlicht, sein Fleisch, seine Haut. Dann sagt er, O Herr, soll es männlich oder weiblich werden? Woraufhin dein Herr das festlegt, was er will. إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها
وخلق سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها، ثم قال: يا ربي، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء. كما نرى في هذه الصورة، sehen wir das Embryo im Alter von 35 Tagen. Wir können kaum einen Menschen darin erkennen. Das Bild, das wir jetzt sehen, zeigt das Embryo, als es 42 Tage alt ist. Vor diesem Zeitpunkt ist, wie Professor Persaud sagt, noch in keinster Weise ein Mensch zu erkennen. In den nächsten Bildern sehen wir Aufnahmen der Ziba-Gesellschaft. Eine Aufnahme des Embryos im Alter von genau 42 Tagen und eine Aufnahme des Embryos, als es eine Woche älter ist. Nach dem 42. Tag ändert sich das Bild des Embryos total, wie wir gleich sehen werden. Wie wir eben gehört haben, hat der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, gesagt: Wenn 42 Nächte über das Embryo in der Tropfenphase verstrichen sind, schickt Gott einen Engel zu ihm, der es formt. Er schafft sein Gehör, sein Augenlicht, sein Fleisch, seine Haut. Dies haben wir soeben im letzten Bild gesehen. Professor Persaud hat viele Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen den Aussprüchen des Propheten Mohammed und den modernen Wissenschaften durchgeführt. Er untersuchte unter anderem die Bedeutung der folgenden Aussage des Propheten: Immer wenn in einem Volk die Unzucht offenkundig ausgeübt wird, breiten sich in ihr die Pest und Leiden aus, welche bei ihren Vorfahren nicht vorhanden waren. Im Folgenden berichtet uns Professor Persaud von diesem Teil seiner Untersuchungen. Heute ist weithin anerkannt, dass die bösartigen Veränderungen in der Gebärmutter in Zusammenhang stehen mit dem Alter der Frauen, der Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs und der Anzahl der Geschlechtspartner, die die Frau gehabt hat. Eine Reihe von epidemiologischen Untersuchungen haben untermauert, dass ein großer Zusammenhang besteht zwischen ständig wechselnden Sexualbeziehungen und dem Risiko, Gebärmutterhalskrebs zu bekommen. Die Auswirkungen und Gefahren der unehelichen und abartigen Sexualbeziehungen wurden in dem folgenden Ausspruch Mohammeds vor etwa 1400 Jahren erwähnt. Immer wenn in einem Volk die Unzucht offenkundig ausgeübt wird, breiten sich in ihr die Pest und Leiden aus, welche bei ihren Vorfahren nicht vorhanden waren. Die Unzucht, der Ehebruch, die nicht öffentliche Homosexualität, die Bestialität und alle anderen sexuellen Abartigkeiten. Es ist nicht von weit her geholt, wenn wir Herpes und AIDS als offenkundige Beispiele für neuartige Krankheiten betrachten, die in unserer Zeit aufgetreten sind und für die es keine Heilung gibt. And it is not wide stretched of any imagination that we should not consider herpes and AIDS as clear examples of new diseases, and indeed at the present time new diseases for which we have no cure. Thank you very much. Betrachten Sie den Zusammenhang mit der folgenden Aussage des Gesandten Gottes, Friede sei mit ihm. Immer wenn in einem Volk die Unzucht offenkundig ausgeübt wird, breiten sich in ihr die Pest und Leiden aus, welche bei ihren Vorfahren nicht vorhanden waren. Als Europa und Amerika die Homosexualität, die Unzucht und die sexuelle Freizügigkeit in allen seinen Arten offen für erlaubt verkündete, dauerte es nur wenige Jahre, bis Krankheiten auftauchten, die ihre Gesellschaft ins Wanken brachten. Der Gesandte Gottes, Friede sei mit ihm, hat die Wahrheit gesprochen. Es sind neuartige Krankheiten, welche sich unter den Menschen ausbreiten und vor denen die Menschen Angst haben und die es bei ihren Vorfahren nicht gegeben hatte. Wir danken Professor Persaud für seine Bemühungen auf diesem Gebiet. Schließlich nahm er selbst Stellung. So wie mir berichtet wurde, war Mohammed ein absolut gewöhnlicher Mann, der weder lesen noch schreiben konnte. Er war vielmehr Analphabet. Wir sprechen von einem Mann, der vor etwa 1400 Jahren gelebt hat und Analphabet war. Er bringt Kennzeichen und tiefgreifende, genaue Aussagen,
in einer erstaunlich genauen und wissenschaftlich gearteten Weise hervor. Ich persönlich kann nicht glauben, dass dies purer Zufall sein kann, denn es werden zu viele Dinge genau beschrieben. Ebenso wie Dr. Moore habe ich keine Schwierigkeiten damit zu sagen, dass dies eine göttliche Eingebung oder eine Offenbarung war, die ihn dazu veranlasste, diese Aussagen zu machen. I have no difficulty in my mind reconciling that this is a divine inspiration or revelation, which led him to these statements. Ja, in der Tat, es handelt sich um eine Offenbarung, welche das Wissen Gottes enthält, wie Gott im Koran sagt. Aber Gott bezeugt, dass er dir die Botschaft herabgesandt hat, in der Wissen von ihm enthalten ist. Der Koran ist also die Rechtleitung, der Beweis, die bleibende Wahrheit, die bis zum Tag der Auferstehung vor uns liegt. بسم الله الرحمن الرحيم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. Friede sei mit dem, der der Rechtleitung folgt. Wie soll man mit Menschen unserer Zeit über den Islam diskutieren und ihnen die Wahrheit dieses Glaubens nahebringen, wenn sie nicht die arabische Sprache beherrschen und somit das sprachliche Wunder des Koran nicht wahrnehmen können? Müssen sie die arabische Sprache zuerst erlernen und deren verschiedene Wissenschaftszweige beherrschen? Oder aber hat Gott sich ihnen und allen anderen Generationen erbarmt, indem er genug andere Beweise für die Wahrheit dieser Religion geschaffen hat, die auch die nicht-arabisch sprechenden Menschen verstehen? In diesem Abschnitt sind wir mit Professor Palmer zusammen. Professor Palmer ist einer der bekanntesten Geologen in den USA. Unsere Bekanntschaft fing folgendermaßen an. Wir sagten ihm, dass der Koran den tiefstgelegenen Ort der Erde erwähnt und dass er klarstellt, dass dieser sich in der Nähe von Jerusalem befindet, wo zu Lebzeiten des Propheten eine Schlacht zwischen den Römern und den Persern stattfand. Im Koran heißt es, Alif Lam Mim, besiegt wurden die Römer in dem tiefstgelegenen Teil der Erde, doch sie werden nach ihrer Niederlage siegen. Das arabische Wort Adna, welches hier mit dem Wort tiefstgelegen übersetzt worden ist, hat zwei verschiedene Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist im Sinne von nahest gelegen und die andere ist die im Sinne von tiefst gelegen. Die Koran-Kommentatoren waren der Meinung gewesen, dass in diesem Vers nahest gelegen gemeint ist, das heißt am nächsten zur arabischen Halbinsel. Die zweite Bedeutung ist jedoch auch vom Koran beabsichtigt und so werden durch ein Wort im Heiligen Koran mehrere Dinge ausgedrückt. Als wir nach dem tiefstgelegenen Ort der Erde suchten, fanden wir, dass es derselbe Ort ist wie der, an dem die Schlacht stattgefunden hat. Als wir dies Professor Palmer sagten, sagte er, nein, nein, es gibt viele Orte, die noch tiefer gelegen sind als dieser. Und er fing an, uns Orte in Europa und in Amerika aufzuzählen. Da sagten wir ihm, aber lieber Doktor, wir haben dies nachgeprüft. Er hatte ein Modell der Erdkugel bei sich, welches die Höhen und Tiefen auf der Erde plastisch darstellte. Er sagte, gut, die Sache ist einfach. Hier ist ein Modell der Erde, welches uns den tiefstgelegenen Ort anzeigt. Er begann damit, die Kugel zu drehen und richtete seinen Blick auf die erwähnte Region in der Nähe von Jerusalem. Da sah er einen Pfeil aus dem Modell herausstechen, auf dem geschrieben stand, dies ist der tiefstgelegene Ort auf der Erde. Daraufhin änderte er schnell seine Meinung und sagte, ja, das ist eine richtige Aussage. ثم بعد ذلك تحول بسرعة وقال هذا كلام صحيح ثم أخذ يشرح كما نرى الآن وهو يتكلم في الخريطة
ويقول عن هذه المنطقة إنها أخفض منطقة في الأرض. Dies sagt in der Tat aus, dass dies der tiefste Punkt der Erde ist. Er liegt in der Nähe des Toten Meeres. Professor Palmer war erstaunt, als er sah, wie der Koran die Vergangenheit beschreibt, wie die Schöpfung der Erde und des Himmels entstanden sind, wie das Wasser aus dem Inneren der Erde heraustrat, wie die Berge festgemacht wurden, wie die Pflanzen hervorgekommen sind, wie all diese Ereignisse stattgefunden haben und wie er die heutige Erdoberfläche, die Berge und Phänomene auf der heutigen Erde beschreibt und wie er beschreibt, wie Veränderungen im Laufe der Zeit auf der Erde vor sich gehen, wie zum Beispiel bei der arabischen Halbinsel. Er sagte, dieses Buch ist wirklich merkwürdig. Es beschreibt uns die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Er war wie andere Wissenschaftler auch am Anfang unentschlossen. Später jedoch sagten sie offen, wovon sie überzeugt sind. Er stellte seine Forschungsergebnisse über die wissenschaftlichen Wunder in Bezug auf die Geologie in Kairo vor, wo er sagte, ich weiß nicht, wie das Bildungsniveau der Menschheit zur Zeit Mohammeds gewesen ist und ich weiß nicht, auf welchem Niveau deren wissenschaftlichen Erkenntnisse waren. Wenn es so war, wie wir es von früher her kennen, nämlich dass das wissenschaftliche Niveau bescheiden war und es keine besonderen experimentellen Möglichkeiten gab, dann besteht kein Zweifel daran, dass dieses Wissen, das Sie im Koran lesen können, von göttlichem Licht herrührt, welches Mohammed geoffenbart wurde. Er schloss seinen Vortrag mit folgenden Worten ab. Ich habe die Geschichte des früheren Nahen Ostens untersucht und keine Dokumente gefunden, die auf eine ernsthafte wissenschaftliche Betätigung hindeuten, welche solche Ergebnisse, wie Mohammed sie bringt, hervorbringen könnte. Um solche Ergebnisse zu bekommen, müsste man erheblichen wissenschaftlichen Aufwand betreiben, welcher dokumentiert sein müsste. Diese Tatsache erhärtet die Überzeugung, dass Gott eine geringe Menge seines Allwissens Mohammed geoffenbart hat. Er scheut sich nicht davor, die Wahrheit zu bekennen und klarzustellen. Er braucht jedoch nur jemanden, der ihm die Wahrheit vor Augen führt. Die Menschen aus West und Ost durchlebten einen Kampf zwischen Religion und Wissenschaft. Dies ist auch kein Wunder, denn alle Religionen außer dem Islam sind verfälscht worden. Und aus diesem Grund hat Gott Mohammed mit der Religion des Islam entsandt, um diese Veränderungen und Verfälschungen richtigzustellen. Man wird jedoch folgende Frage stellen. Wie jedoch sollen diese Menschen von uns etwas annehmen, wo wir doch materiell rückständig und weit entfernt von der richtigen Umsetzung unserer Religion sind? Ich antwortete darauf, die Wissenschaft öffnet den Wissenschaftlern die Augen. Diese achten auf Tatsachen und nicht auf Äußerlichkeiten. Das Guthaben des Islam ist gerade das Wissen und der wissenschaftliche Fortschritt. Die Wissenschaft beugt ihr Haupt vor dem Koran und vor den Aussprüchen des Propheten Mohammed. Außerdem findet die Natur des Menschen, so wie Gott ihn geschaffen hat, nur ihre innere Ruhe und ihren inneren Frieden im Glauben. Die Menschen befinden sich ohne Glauben in einem Zustand der innerlichen Unruhe, Unzufriedenheit und Ziellosigkeit. Die Freiheit, die die Menschen heute haben, hilft ihren Wissenschaftlern, das zu sagen, was sie wirklich glauben. Sie zögern nicht und haben keine Angst, ihre Meinung offen kundzutun. المتجددة إلى قيام الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق
ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Friede sei mit dem, der der Rechtleitung folgt. Gepriesen sei Gott, der Herr der Welten, und der Segen und das Heil Gottes seien auf dem Propheten Mohammed, auf seiner Familie und seinen Gefährten. Heute werden wir mit einem Wissenschaftler ganz besonderer Art zusammentreffen. Es ist Professor Sayaweda. Professor Sayaweda ist einer der bekanntesten Meeresgeologen in Japan und auch international bekannt. Professor Sayawedas Kopf war voll von falschen Vorstellungen von überhaupt allen Religionen. Als wir mit ihm zum ersten Mal zusammentrafen, sagte er, ihr Religiösen solltet überhaupt nicht zu Wort kommen. Ihr solltet auf der ganzen Welt still sein. Wenn ihr zu Wort kommt, seht ihr Krieg zwischen den Menschen in der ganzen Welt. Ich sagte ihm, und was ist mit dem Warschauer Pakt und der NATO, die die Erde vollspicken mit nuklearen Waffen? Ist etwa die Religion der Grund dafür? Er schwieg. Wir sagten, wir wissen, dass Sie Vorurteile gegen Religionen überhaupt haben. Aber da Sie noch nichts über den Islam wissen, würden wir uns wünschen, wenn Sie uns zuhören würden. Wir stellten ihm daraufhin eine Reihe von Fragen über sein Spezialgebiet und zeigten ihm diejenigen Koranverse und Aussprüche des Propheten Mohammed, die die wissenschaftlichen Phänomene beschrieben, von denen er sprach. Ein Thema davon handelte von den Bergen. Wir fragten ihn nach der Form der Berge und ob sie die Form von Pflöcken hätten. Und hier ist die Antwort des Professors. Continental mountains and the oceanic mountains lies. Die kontinentalen Berge und die ozeanischen Berge haben jeweils eine eigene stoffliche Zusammensetzung. Die kontinentalen Berge sind grundsätzlich aus Schichten zusammengesetzt und durch Druckkräfte entstanden, während die ozeanischen Berge aus vulkanischem Gestein bestehen und mit Hilfe von Ausbreitungskräften entstanden sind. Die Gemeinsamkeit der beiden Arten von Bergen ist jedoch, dass beide Arten Wurzeln unter der Erde haben, durch die sie gefestigt werden. Im Fall der kontinentalen Berge ist der leichte Anteil des Bergmaterials, welcher geringe Dichte besitzt, unter der Erde als Wurzel ausgebreitet. Im Fall der ozeanischen Berge gibt es ebenfalls eine leichte Stoffmasse, die unter der Erde als Wurzel ausgebreitet ist. Im Fall der ozeanischen Berge ist das Material, aus dem die Wurzel des Berges verläuft, jedoch nicht etwa deswegen leicht, weil dessen stofflichen Elemente leicht sind, sondern weil die Dichte gering ist, infolge der hohen Temperatur unter der Erde. Vom Gesichtspunkt der Dichte aus gesehen erfüllen beide jedoch dieselbe Aufgabe, nämlich den Berg zu festigen mit Hilfe des Archimedes-Gesetzes. But from the viewpoint of density, they are doing the same job of supporting the mountains. Therefore, the function of roots are to support the mountain according to the law of Archimedes, buoyancy. Professor Sayaweda erläuterte uns, dass jeder Berg auf der Erde, gleich ob er sich auf dem kontinentalen Festland oder im Ozean befindet, die Form eines Pflockes hat. Hat dies aber jemand zur Zeit von Mohammed gewusst?
hätte sich irgendein Mensch vorstellen können, dass ein Berg eine riesige Masse mit unterirdischer Fortsetzung ist, welche von den Wissenschaftlern als Wurzel bezeichnet wird? Viele Bücher, in denen etwas über Geographie steht, die jedoch keine speziellen geografischen Fachbücher sind, beschreiben lediglich den Teil eines Berges, der sich oberhalb der Erdoberfläche befindet. Das jedoch, was die Wissenschaft entdeckt hat, ist das, was im Koran über die Berge im folgenden Vers steht. Und haben wir nicht die Berge zu Pflöcken gemacht? Als wir Professor Sjaveda nach der Aufgabe der Berge fragten und ob sie dazu beitrügen, die Erdkugel zu festigen, sagte er, zu dieser Erkenntnis ist die Wissenschaft bis jetzt noch nicht gekommen. Daraufhin stellten wir Nachforschungen an und stellten anderen Geologen dieselbe Frage. Die meisten Geologen gaben uns dieselbe Antwort. Zu den wenigen Ausnahmen, die uns etwas anderes berichteten, gehörten die Autoren dieses Buches, welches wir vor uns sehen. Es ist ein wissenschaftliches Nachschlagewerk, das an vielen Universitäten der Welt benutzt wird. Einer dieser Autoren ist der Direktor der Wissenschaftlichen Akademie in den USA. Was sagt dieses Buch? Wie wir sehen, zeigt die Darstellung auf Seite 488, dass der Berg die Gestalt eines Pflockes hat. Auch auf Seite 413 sehen wir den sichtbaren Teil des Berges als kleinen Teil des Gesamtgebildes, dessen Wurzel unterhalb der Erdoberfläche verläuft. Auf Seite 435 wird über die Aufgabe der Berge gesprochen. Es wird gesagt, dass die Berge einen großen Beitrag zur Festigung des Erdmantels leisten. Genau diese Tatsache aber bestätigt der Koran vor 1400 Jahren. Gott sagt, und die Berge hat er fest verankert. In einem anderen Vers heißt es, und haben wir nicht die Berge zu Pflöcken gemacht? Und in einem weiteren Vers sagt Gott, und er hat in der Erde feste Berge gegründet, damit die Erde nicht ins Wanken gerät. Das Letztere wird sinngemäß auch in einem Ausspruch des Propheten Mohammed gesagt. Hierauf fragten wir Professor Sjaveda nach seiner Meinung über dieses Phänomen, dass im Koran und in den Aussprüchen des Propheten Geheimnisse dieses Universums beschrieben werden, welche die Wissenschaft erst in unseren Tagen entdeckt. Er antwortet mit folgendem. Mir kommt dies äußerst merkwürdig und nahezu unglaublich vor. Wenn dies, was Sie mir gesagt haben, wirklich stimmt, dann ist dieses Buch äußerst beachtenswert und ich gebe Ihnen recht. Ja, in der Tat, was können die Wissenschaftler sagen? Sie können das Wissen, welches Gott Mohammed im Koran geoffenbart hat, nicht an der menschlichen oder wissenschaftlichen Quelle in der damaligen Zeit zuschreiben, denn weder den Wissenschaftlern noch der Menschheit überhaupt waren diese Geheimnisse bekannt. Und so können sie nur die eine Erklärung finden, nämlich dass das koranische Wissen von einer anderen Seite stammt, einer Seite, die dieses Universum geschaffen hat und es lenkt. Ja, es ist in der Tat eine Offenbarung von Gott dem Erhabenen, welche er seinem Diener, dem Propheten Mohammed, welcher ein Analphabet war, offenbarte und welche er zu einem bleibenden Wunder wie die Menschheit bis zum Tage der Auferstehung machte. Bismillahirrahmanirrahim. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم